Kuri. Ihr könnt hier jetzt einiges aufbauen. Ich will hier eine Belagerungswerkstatt, eine Waffenschmiede haben. Eine Belagerungswaffenwerkstatt, so. Oh, haben wir das gleiche gemacht wie ihr auch? Es tut mir aber leid. Es ist wirklich ruhig, ne? Es gibt auch keine anderen Wege, über die die anderen kommen können. Das freut mich. Wir bauen hier außerdem einen Tempel mit hin, für den Fall, dass wir neue Priester brauchen. Die Türme passen auf alles auf. Die restlichen Steine werden jetzt aus dem restlichen Gebiet geholt. Das heißt, wir gehen erstmal Richtung Süden, holen uns das hier weg und das, bevor wir uns den anderen Steinen widmen. Ich weiß, dass ich angegriffen werde, ich bin dabei. Jutti. Weiter Gold holen. Man kann nie genug Gold haben. 1000 Gold brauchen wir mindestens, um unser Kolosseum erbauen zu können. Und natürlich brauchen wir auch 1000 Steine. Deswegen alles mitnehmen. Hier wird keiner sich unten langschleichen, das glaube ich nicht. Und wenn doch, habe ich halt Pech gehabt. Wir können jetzt hier neue Priester holen. Wir können leider nur Langschwertkämpfer haben, das ist viel zu wenig. Gebührenfreie Tribute brauche ich nicht. Die Handwerkskunst nehmen wir jetzt mal rein. Lebenspunkte für Pferdeeinheiten. Ja, wenn ich welche hätte, wäre es vielleicht interessant. Wie komme ich denn an die Helepolis? Die konnte ich doch erforschen, oder? Kann mich jetzt gar nicht so sehr dran erinnern. Ich versuch's mal mit dem verbesserten Bogen. Bogen? Ja, das war's auch schon, ne? Hab den Fisch abgeerntet. Sehr gut, dann könnt ihr jetzt den Wal dort oben holen. Ihr passt auf die Boote auf. Türme sind jetzt besser. Sehr schön. Gut, die Reichweite ist immer noch dieselbe. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber immerhin. Wie kam ich denn bitte an die Helepolis? Was musste ich denn dafür erforschen? Gebäudezeit, Erkundung mit Verbündeten, Kaserneinheiten nur die Hälfte, Pferdeeinheiten mehr Lebenspunkte, Kamelreiter. Ja. Wir haben auch noch keine Kriegselefanten. Irgendwas fehlt hier noch. Ich glaube, Kriegselefanten bekommen wir nur dafür. Dann werden wir erstmal das hier erforschen. Irgendwas war da. Mit den Dickhäutern. Ach, guck mal. Das, was ich eben erforscht habe. Ach, ja. Da war was. Im Marktplatz. Die Axt musste ich irgendwie erforschen. Stimmt. Gut zu wissen. So, und das kostet uns 1000 Holz und 1500 Nahrung. Also fast komplett kostenfrei. Freut mich sehr. Und Ballisten, das ist das Schöne an den Dingern. Die haben nicht ganz so viel Zerstörungswut dahinter. Das heißt, da, wo die hinballern, dann ist das nicht so wie mit den ollen Katapulten. Wächst dann auch immer noch Gras. Bleib ruhig hier. Lass das Fischerboot in Ruhe. Wir kriegen unsere Nahrung. So, Steine kommen. Nach und nach werden die abgebaut. Da wird bald nichts mehr übrig sein. Gold haben wir mehr als genug. Wir können bald unser Weltwunder bauen, ohne großartige Probleme. Drei Priester werden sich darum kümmern, hier immer wieder neue Leute mit ranzubringen. Wir werden wahrscheinlich noch Ärger mit anderen Priestern haben. Aber da müssen wir leider durch.
sogar den Turm schießt. Wie cool ist das denn? Ich glaube, das Schiff hat's erwischt. Es ist mit mal sehr ruhig um das Schiff geworden. Ja gut, die Ressourcen jetzt für die Helipolis ranzubekommen, das wird nicht einfach. 1500 Nahrung, das dauert eine ganze Weile. Deswegen bin ich froh, dass wir die Fischerboote wieder am Start haben, plus natürlich 5 Farmen. Das heißt, 8 Leute kümmern sich, 9 Leute kümmern sich und hier jeweils nochmal plus 1 heißt 13 Leute. 13 Leute sind jetzt gerade am Start. So ist gut. Der lässt nicht zu, dass hier irgendwas am Leben ist und versucht, an unser Gold zu kommen. Aber es kann genauso gut sein, dass die gleich mit riesigen Katapulten auf uns zu rasen. Na, der wollte jetzt wieder in Ruhe Gold farmen, aber ist nicht. Das werden wir verhindern. Achso, wir sollten vielleicht hier auch noch einen Stall mit hinbauen, um schon mal den ein oder anderen Reiter zu haben. Wir haben so viel Gold, ich würde tatsächlich auch jetzt die schwere Kavallerie mit reinholen wollen. Da, Bedingungen für gepanzerte Elefanten. Will ich nicht, brauche ich nicht, habe ich nicht nötig. Wir werden es auch so schaffen. Rom hat gar keine Chance gegen unsere wunderbaren, einzigartigen und wunderschönen Priester. Gegen unsere alten Männer. Treffer versenkt. Boom. Ja, siehst du, so kann's gehen. Kannst weiter Gold hacken. Ja, und wir könnten eine Kavallerie haben, die ja jetzt verbessert wird. Dann haben wir schon mal die schwere Kavallerie, die ist ein bisschen stärker. Ihr seid mit den Steinen soweit durch. Dann könnt ihr jetzt die Steine hier oben abbauen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viele verbrauche. Wenn die weg sind, sind sie weg. Dann komme ich nicht mehr ran. Dann habe ich ein Problem. Irgendwie kommen auch keine gelben Schiffe mehr, ne? Keine bösen? Vielleicht haben die sämtliches Holz verbraucht. Das wäre toll für uns. Ja, das brauche ich für gepanzerte Elefanten. Will ich sie haben oder will ich sie nicht haben? Eigentlich sind sie nicht so wichtig und insbesondere nicht für euch ausschlaggebend, denn ihr werdet nur bekehrt. Hm. Gute Frage. Also wir werden auf jeden Fall mit ganz vielen Helipolis durch die Gegend ziehen. Die sind wesentlich lukrativer als irgendwelche Katapulte. Aber ich brauche Nahrung. Ohne Ende. Unsere Fischerboote geben sich wirklich die größte Mühe und auch unsere Farmleute sind die ganze Zeit dabei, irgendwie an Nahrung zu kommen. Aber es ist nicht einfach, das weiß ich auch. 1500 Nahrung mal ebenso auf dem Tisch zu klatschen. Stellt euch vor, ihr müsst 1500 Steaks sammeln. So, jetzt ist Ruhe hier. Ich kann auch anders. Ja, wir kriegen auch keine Transportschiffe mehr geliefert. Es ist alles ruhig, es ist alles schön. Was ich übrigens sehr interessant fand damals, ich weiß nicht, ob es immer noch funktioniert ist, dass man ein Transportboot einfach so bekehren kann. Und wenn man dann ablädt, sind da tatsächlich noch die Feinde mit drin. Oder eben andersrum, wenn die uns bekehrt haben, dann sind unsere Leute mit mal bei denen in der Insel, weil die denken, ich lade mal ab. Also ist schon sehr interessant. Nanai? ...1463 Gold. Das sieht toll aus.
sieht's aus mit Holz? Na, zu zweit sind sie echt gut dabei, muss man so sagen. Muss man ja mal so neidlos anerkennen. Lass doch einfach meine Schiffe in Ruhe, was soll denn der Mist? Was ist hier schon wieder los? Nix. Gut. Schämt euch. Schämt euch. Lässt dich auch gleich mal wieder reparieren. Wo auch immer du schon wieder das Holz hergeholt hast. Fällt das doch hier vorne. Ist doch wesentlich kürzer. Menace. Du kannst schon mal losziehen. Du lässt dich jetzt reparieren. Ja, das ganze schöne Holz, das ich gerade gesammelt habe, alles wieder weg. Mann, Mann, Mann. Lass doch das olle Fischerboot in Ruhe. Lass es doch näher kommen und dann ballert drauf. Ist doch eine bessere Idee. Nächstes Schiff. Und dann sind wir auch soweit wieder fit. Unser Seeweg ist wieder gesichert. Bis auf die allerbeste Farm mit nochmal 125 Nahrung haben wir eigentlich auch die besten Farmen schon mit drin. Die eine wird gleich nochmal ausgetauscht. Drogen? Nein, du sollst keine Drogen nehmen. Du sollst weitermachen. Lasst euch doch nicht immer so triggern. Geht doch einfach auf das Schiff. So, daneben. Geht doch. Du kannst hier weiter Holz fällen. Auf jeden Fall haben wir schon genug Holz und gleich auch genug Nahrung. Dann werden wir uns um die Ballisten kümmern. Lässt dich gleich hier vorne reparieren. Tauschen wir euch einmal aus. Kann das sein, dass mir ein Schiff fehlt? Irgendwie habe ich... Da... Das Gefühl, das sind so wenige, genau. So, die Nahrung ist vorhanden. Wir hatten, glaube ich, auch hier eine Belagerungswerkstatt. Dann können wir das hier erforschen und drüben produzieren. Einmal 100 Holz plus 80 Gold. Ist nicht gerade wenig. Aber das Katapult würde 180 Holz kosten und 80 Gold. Das ist schon völlig okay. Jetzt ist die Frage, ob wir die Farm... Ja, können wir jetzt nicht erneuern. Klar, ich habe kein Holz. Jetzt kannst du. Guti, unsere Fischerboote sorgen weiter für Nahrung, auch wenn ich Nahrung jetzt nicht mehr so unbedingt brauche. Trotzdem wäre schön, wenn ich sie habe. Ihr seid noch weiter am Holz hacken. Also ich hinterfrage das immer so, weil ich das gar nicht als Auftrag gegeben habe. Verarscht. Ach so, sehr schön. Da ist die erste Balliste, die gleich eine Helepolis sein wird. Und eine Reichweite bekommt, die wirklich gut ist. Das ist nur eine Balliste, das ist keine Helepolis. Die richtet zwar guten Schaden an, aber die ist auch schnell weg. Wenn man nicht aufpasst. So wie Rot gerade. Du kannst weiter Holz fällen. Nehmen noch zwei Dorfbewohner, die sich um Holz kümmern. Wie war das gerade? Haha, verarscht. So, du kannst dich ebenfalls noch um Holz kümmern. Wir werden später dann
woanders Holz abernten. Wahrscheinlich hier. Hier ist schön. Aber so kommen wir wenigstens an Holz ran. Und gerade werden die ganzen Farmen ausgetauscht. Das war mir durchaus bewusst, dass das jetzt demnächst passiert. Zwei Stück müssen noch ausgetauscht werden. Bis dahin müssen wir das Holz zusammenkriegen. Das heißt, du gehst ebenfalls noch Holz sammeln. So, und da haben wir die Helipolis mit 12 Reichweite. Der Turm hat gerade mal 10. Das heißt, wir haben 2 Reichweite mehr, können aus der Ferne die Türme ordentlich zerdeppern, wenn wir dann 2, 3 Helipolis mit hinstellen. Ich warte bloß darauf, dass die Farmen ausgetauscht sind, dass wir genügend Holz für diese übrig haben. Und dann werden wir uns darum kümmern, die Helipolis-Armee zu vergrößern. Fischerboot in Ruhe. Es tut euch doch nichts. Steine haben wir genug. Wir könnten tatsächlich noch weitere Türme bauen. Ich bin erstmal froh, überhaupt diese Türme zu haben. Die haben auch immer noch nur normale Ballisten mit 11 Reichweite. Ich habe 10. Theoretisch müsste er nur weiter nach hinten. Und der Turm hätte keine Chance. Aber das tun sie nicht. Also haben sie Pech gehabt. So, kommt schon. Tauscht die Farmen aus. Ich kann ja schon mal 2 weitere Helipolis bauen. Dann haben wir auch genügend Holz in kürzester Zeit, sodass wir die Farmen auch wirklich austauschen können. Jetzt stehen die alle hier rum. Was ist los mit euch? Na, fast versenkt, du. War hier gerade was gelb? Ernsthaft, habe ich hier gerade was Gelbes gesehen? Ach, ein Fischerboot. Oh, Leute. Sah so aus, als wenn das über Land lang ging. Mann. Jagt mir doch nicht so einen Schrecken ein. So, die beiden Dinger werden ausgetauscht, das heißt, ich kann noch eine weitere Helipolis haben. Und dann ziehen wir los. Mit denen werden wir die Türme zerdeppern, falls wir welche finden. Mit den Priestern werden wir versuchen, so schnell wie möglich die Leute zu bekehren. Und mit den bekehrten Leuten werden wir dann die Nahkämpfer alle töten. Guck mal, das sieht doch aus, als wenn das hier auf dem Land unterwegs ist. Was soll denn das? Ich glaube, das ist ein Anzeigefehler, denn so sieht das Land gar nicht aus. Das ist aber sowas von Anzeigefehler. Nahrungsmittel haben wir genug. Das läuft. Du lässt dich bitte reparieren. Du dich auch. Du dich auch. Okay, es wird Zeit, dass wir mal wieder ein bisschen was machen. Och, lass das Schiff in Ruhe. Verdammter Mist. Guti. Ihr könnt schon mal alles wegbringen. Könnt ihr jetzt anfangen mit Holz fällen. Ein bisschen Holz ist ja noch übrig. Und ihr könnt das letzte bisschen an Stein aus dem ganzen Zeug hier rausholen. So, dann bitte Holz fällen. Obwohl einer bleibt hier zur Reparatur. Na also, geht doch.
Wieder ein bisschen mehr Ruhe. Nicht dieses ganze Hin- und Hergefahre. Ein Fischerboot ist kaputt, aber das ist halt so. Da müssen wir durch. Holz wird endlich wieder geholt. Das heißt, die Leute können ordentlich reparieren, falls es mal irgendwie dazu kommen sollte. Wir haben jetzt sehr viele Helepolis. 4 Stück, das reicht definitiv. Wir haben ein paar Priester, 5 Stück, das reicht auch definitiv. Und wir ziehen los gegen Rot in den Kampf und rein ins Vergnügen dann zum Kolosseum. Vielen lieben Dank fürs Ansehen, wir sehen uns im nächsten Part und dann sorgen wir mal für ein bisschen Aufmischung hier. Bis gleich. Ja, tröd, tröd. Dann sind wir gleich tot.